Die Hangelsberger Montessori-Schule bekam vom 13. bis 17. Oktober 2014 internationalen Besuch. Pädagogen und Schüler aus 5 verschiedenen Ländern. Und zwar im Rahmen des Comenius-Projekts. Was das ist, erklärt mir die Dolmetscherin. Das Comenius-Projekt ist ein EU-Projekt. Wir bekommen Unterstützung von der EU, um Freundschaften und Partnerschaften mit europäischen Ländern, Schulen zu bilden. Und die Schulleiterin der Montessori-Grundschule frage ich, wie sie darauf kam, sich für dieses Projekt zu bewerben. Das ist ein Wunsch der Kollegen gewesen. Ein Wunsch der Kollegen, mit Menschen aus anderen Ländern in Kontakt zu kommen, damit die Kinder sich mit Sprache beschäftigen, mit Kulturen beschäftigen, mit Schulen beschäftigen in anderen Ländern. Wie wird dort gelernt und wie wird dort gelehrt? Nachdem sie eine Woche lang viel in unserer Region erlebt haben, ließ am letzten Besuchstag unser Bürgermeister es sich nicht nehmen, die internationalen Gäste im Hangelsberger Bürgerhaus zu empfangen. Am 15. September diesen Jahres habe ich einen ganz lieben Brief, ich zeige ihn nochmal, der Montessori-Grundschule in Hangelsberg erhalten. On the 15th of September. Du hast den Brief an den Bürgermeister geschrieben, ne? Ja. Also den habt ihr schon als Klasse? Wir haben ihn zusammengestellt und ich habe ihn dann geschrieben. Der Bürgermeister ist natürlich gern der Einladung gefolgt und hat selbstverständlich außer einem Grußwort auch noch Geschenke zur Erinnerung mitgebracht. Aber wie gefällt denn unseren Kindern das Projekt? Ganz gut. Und was hat euch daran gefallen? Ja, dass wir viel mit den anderen Kindern gemacht haben. Genau. Unterwegs, gestern auch in Berlin. Okay. Und heute fahren die Gastkinder noch nach Potsdam. Also ein cooles Projekt. Ja, super. Na dann ist doch alles super.